Wenn du dich mit der Architektur und der Entwicklung von Anwendungen und APIs beschäftigst, die in der Cloud ausgeführt werden, dann hast du höchstwahrscheinlich schon einmal von Terraform gehört. Terraform ist eine Software, die üblicherweise immer dann ins Spiel kommt, wenn es darum geht, Infrastruktur zu definieren und zu konfigurieren, das heißt Server, Load Balancer, Storage und was alles sonst noch zu einer Cloud-Umgebung dazugehört. Vielleicht bist du Terraform aber auch schon im Zusammenhang mit dem lokalen Rechenzentrum deines Unternehmens begegnet, zum Beispiel in Verbindung mit der Frage, ob Terraform nicht ein gangbarer Weg wäre, um die hausinterne Infrastruktur einzurichten. Wenn du in der Vergangenheit nie so genau wusstest, was du zu all diesen Themen sagen sollst, weil du dir zum Beispiel nicht sicher warst, was genau es mit Terraform eigentlich auf sich hat und wofür Terraform geeignet ist und wofür nicht, dann bist du in diesem Video genau richtig, denn wir gehen heute einmal der Frage nach, was ist eigentlich Terraform? In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu unserem Developers Dictionary. Zunächst einmal ist Terraform eine Software, die von dem US-amerikanischen Unternehmen HashiCorp entwickelt wird, das wiederum im Jahr 2012 von Mitchell Hashimoto gegründet wurde. Andere Produkte, die du von HashiCorp vielleicht schon kennst, sind Consul, Vault oder Nomad. Das mit Abstand bekannteste, inzwischen allerdings auch am wenigsten relevante Produkt von HashiCorp dürfte allerdings Vagrant sein, eine Software, mit der virtuelle Maschinen auf der Basis von Virtualisierungslösungen wie VMware, VirtualBox und Co. ferngesteuert werden können. Die erste Version von Terraform wurde bereits im Juli 2014 veröffentlicht und nach 7 Jahren Entwicklungszeit hat dann schließlich im Juni 2021 die Version 1.0 das Licht der Welt erblickt. Ähnlich wie das auch bei etlichen anderen Produkten von HashiCorp der Fall ist, steht der Quellcode von Terraform unter einer Open-Source-Lizenz frei zur Verfügung. Als Lizenz dient die Mozilla Public License 2.0. Doch was genau ist Terraform denn nun eigentlich? Was macht es und wofür ist es gut? HashiCorp selbst beschreibt Terraform als ein frei verfügbares Infrastructure-as-Code-Werkzeug. Die grundlegende Idee ist, dass Infrastruktur per Software definiert und konfiguriert werden kann. Das bedeutet zum Beispiel, dass die für eine Anwendung erforderliche Landschaft aus Servern und Co. nicht mehr von Hand im Rechenzentrum physisch bereitgestellt werden muss, sondern dass das komplett virtualisiert und per Software gesteuert erfolgen kann. Das heißt, die essentielle Basis für Terraform sind Rechenzentren, die sich über eine API ansteuern und konfigurieren lassen. Und das ist natürlich vor allem in der Cloud der Fall, wo sämtliche Ressourcen ja ohnehin schon virtualisiert sind. Man denke da beispielsweise an IaaS, also Infrastructure as a Service, und die anderen Modelle zur Bereitstellung von Ressourcen in der Cloud. Allein die Tatsache, dass die Ressourcen softwarebasiert definiert und konfiguriert werden können, genügt aber noch nicht. Denn man braucht ja auch noch eine Software, die das im Idealfall übernimmt. Ansonsten müsste man ja schließlich alle erforderlichen API-Anfragen von Hand ausführen. Und das wäre, zumindest wenn es jetzt um eine größere Anzahl von Ressourcen geht, nicht nur sehr, sehr aufwendig, sondern es wäre auch entsprechend langsam und natürlich vor allem fehleranfällig, wie das immer so ist, wenn man Sachen von Hand machen muss. Der naheliegende Gedanke ist daher, ein Skript zu schreiben, was die gewünschten Aktionen ausführt. Doch auch das greift zu kurz, denn es ist ja eine Sache, beispielsweise initial einmal 10 Server einzurichten, aber eine andere, diese Server später noch um 5 weitere zu ergänzen. Denn dann kann man nicht einfach das Skript nochmal aufrufen, sondern die darin enthaltenen Werte müssen dann angepasst und gegebenenfalls mit den bereits vorhandenen Servern und anderen Ressourcen abgeglichen und synchronisiert werden. Und an dieser Stelle fängt das dann eben an, trotz Skripten aufwendig und umständlich zu werden. Genau hier kommt nun Terraform ins Spiel. Terraform lässt Entwicklerinnen und Entwickler nämlich den gewünschten Zustand in Textform definieren. Das heißt, man beschreibt zunächst in einer oder theoretisch auch in mehreren Dateien, wie die gewünschte Infrastruktur aussehen soll. Also wie viele Server man braucht, welche Storage angebunden sein soll, wie der Load Balancer konfiguriert sein soll und so weiter. Der springende Punkt dabei ist, dass man aber nicht festlegt, welche Schritte durchzuführen sind, um diesen Zielzustand zu erreichen. Denn das ist nämlich genau die Aufgabe, die Terraform nachher übernimmt. Ruft man Terraform dann nämlich mit der vorher definierten Konfiguration auf, gleicht Terraform zunächst den Status quo der Infrastruktur mit dem in den Textdateien angegebenen Wunschzustand ab und ermittelt eigenständig, welche Änderungen vorgenommen werden müssen, um den tatsächlichen realen Stand mit dem gewünschten Stand zu synchronisieren. Im ersten Anlauf heißt das natürlich, dass Terraform alle angegebenen Ressourcen erstmal anlegen und einrichten muss,
Aber bei einer späteren Anpassung wird Terraform eben nur noch jene Änderungen vornehmen, die erforderlich sind, um die Realität quasi wieder nachzuziehen. Das heißt, man gibt die gewünschte Konfiguration deklarativ vor und Terraform ermittelt selbstständig, welche Änderungen vorzunehmen sind. Und das macht die Konfiguration von Infrastruktur viel, viel einfacher. Denn dann muss man sich nicht mehr von Hand mit der Frage beschäftigen, auf welchem System welcher Stand gerade aktuell ist, sondern es genügt einfach, wie gesagt, den gewünschten Zielzustand zu definieren und Terraform den Rest machen zu lassen. Damit das Ganze funktioniert, muss Terraform natürlich mit der API des entsprechenden Rechenzentrums oder eben der Cloud sprechen können. Und dazu gibt es eine ganze Reihe von integrierten Providern und zusätzlich auch noch zahlreiche Provider, die aus der Community beigesteuert werden. Und zu den ausgereiftesten Providern an der Stelle gehören dann die Anbindung an Umgebungen wie beispielsweise AWS oder Azure. Im Laufe der Zeit sind aber noch zahlreiche weitere Angebote mit hinzugekommen, beispielsweise für DigitalOcean, aber auch andere Infrastrukturanbieter wie zum Beispiel GitHub oder DNS Simple. Das bedeutet letztlich, dass man all die Dienste, die in irgendeiner Form Infrastruktur für die IT eines Unternehmens zur Verfügung stellen, theoretisch über Terraform konfigurieren und sich auf dem Weg sehr viel Handarbeit sparen kann. Insbesondere wenn es um eine große Installation geht, mit einer Vielzahl an Servern und eben sonstigen Ressourcen, dann kann einem Terraform unglaublich viel Arbeit ersparen. Und das Beste ist, dass Terraform seinerseits ja wiederum per Skript aufrufbar ist. Das heißt, wenn man zum Beispiel für das Ausführen von gewissen Tests eine eigene Virtual Private Cloud in AWS oder in Azure aufsetzen und diese nach dem Ausführen der Tests wieder entfernen möchte, lässt sich der gesamte Vorgang hervorragend über Terraform im Rahmen der Tests automatisieren. Das heißt, mit Terraform wird es ein leichtes, die passende Infrastruktur beispielsweise im Rahmen einer CI/CD-Umgebung aufzubauen, zu verwenden und sie anschließend einfach wieder zu verwerfen. Damit Terraform die gewünschten Aktionen ausführen kann, muss Terraform natürlich den aktuellen Stand kennen. Den kann Terraform theoretisch aus der Realität ermitteln. Manche Informationen stehen aber nicht zur Verfügung. Das heißt, Terraform führt zusätzlich auch noch einmal intern Buch über alles, was passiert ist, und versucht dann bei jedem Vorgang sein internes Protokoll zunächst einmal mit der Realität abzugleichen. Das zieht zwei Konsequenzen nach sich. Zum einen bedeutet das nämlich, dass nach Möglichkeit keine Änderung an der Realität vorgenommen werden sollte, die nicht über Terraform läuft. Andernfalls läuft man Gefahr, dass Terraform zwischen dem tatsächlichen und dem vermeintlichen Ist-Zustand eine Diskrepanz entdeckt und dann die Arbeit verweigert, bis man eben diese Unstimmigkeiten von Hand aufgelöst hat. Und das kann erfahrungsgemäß sehr aufwendig und sehr zeitraubend sein. Zum anderen bedeutet das aber auch, dass Terraform diesen intern gepflegten vermeintlichen Ist-Zustand auch irgendwo ablegen muss. Und das sollte natürlich aus naheliegenden Gründen nicht das lokale System einer einzelnen Entwicklerin oder eines einzelnen Entwicklers sein. Deshalb unterstützt Terraform hierfür verschiedene Backends, beispielsweise S3, die dann im Idealfall auch den zeitgleichen Zugriff regeln und Synchronisationskonflikte auflösen. Wir bei The Native Web haben Terraform in der Vergangenheit für verschiedene Aufgaben eingesetzt, zugegebenermaßen auch mit unterschiedlichem Erfolg, was allerdings hauptsächlich von den zur Verfügung gestellten Providern abhängt. Womit wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist der Provider für AWS. Er arbeitet sehr, sehr schnell, er arbeitet sehr zuverlässig und bietet im Grunde genommen Zugriff auf praktisch alles, was AWS im Angebot hat. Ganz anders hat es zum Beispiel mit dem Provider für Azure ausgesehen, wobei das zugegebenermaßen schon etliche Jahre her ist. Der war damals sehr langsam und unzuverlässig, das hat sich inzwischen geändert. Das heißt, da hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. Im Mittelfeld liegt der Provider für GitHub zum Beispiel, der zwar vom Ansatz her gut funktioniert, aber viele der neueren Funktionen von GitHub, viele der neueren Features, die werden eben nicht oder nur mit sehr viel zeitlichem Versatz unterstützt. Außerdem haben wir hier immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Terraform größere Probleme hatte, den tatsächlichen Zustand von GitHub und den vermeintlichen Zustand abzugleichen, was dann die erhoffte Effizienz von Terraform letztlich ad absurdum geführt hat. Und letztlich geht es mir jetzt mit diesen Erfahrungsberichten aber nicht darum zu sagen, welcher Provider gut und welcher schlecht ist, sondern was ich sagen möchte ist, dass Terraform an sich eben nur die Grundlage, nur die Basis für das Verwalten von Infrastructure as Code bildet. Die eigentliche Logik und die Anbindung an konkrete Dienste, die hängt aber in ihrer Qualität von den verwendeten und eingesetzten Providern ab. Das heißt, es kann also je nach individuellem Anwendungsfall sein, dass Terraform grandios funktioniert,
Es kann aber auch sein, dass der Einsatz von Terraform unpraktisch oder sogar gefährlich sein kann, weil aus Versehen Ressourcen verloren gehen oder ähnliches. Das heißt, hier gilt es im Vorfeld abzuwägen und zu experimentieren, um herauszufinden, wie gut ein Provider dann jeweils funktioniert und ob man sich auf dessen Funktionsweise eben mehr oder weniger blind verlassen kann. Denn damit steht und fällt am Ende eben nicht nur der Nutzen von Terraform, sondern vor allem auch das Vertrauen in die eigene Infrastruktur. Und da würde mich nun interessieren, wie ist das bei dir? Nutzt du in deinem Team schon Terraform oder hast du es in der Vergangenheit schon genutzt und wie bist du damit so zurechtgekommen? Was hat deiner Erfahrung nach gut funktioniert? Was hat vielleicht weniger gut funktioniert? Nutzt du eine Alternative zu Terraform? Wo liegen aus deiner Sicht die Stärken und wo die Schwächen? Und was hältst du denn insgesamt überhaupt von diesem Ansatz, Infrastruktur auf diese Weise quasi geskriptet zu verwalten? Schreib deine Meinung und auch deine Erfahrungen oder, falls du Terraform noch nicht nutzt, deine Erwartungen gerne mal in die Kommentare. Darüber würde ich mich sehr freuen. Tja, und zu guter Letzt bleibt mir dann jetzt nur noch, mich zu bedanken, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn ja, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast und denk dann daran, auch die Glocke zu aktivieren, damit du von YouTube einfach regelmäßig über neue Videos von uns benachrichtigt wirst. Ja, und damit wünsche ich dir einen schönen Montag, einen guten Start in die neue Woche. Pass gut auf dich auf, bleib gesund und dann sehen wir uns am Donnerstag in unserem Weekly wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao.